Der Test. Es war wirklich saukalt. So kalt, dass man es sich zweimal überlegt, ob man einen Schritt vor die Tür wagt. Also perfekt für unseren neuen Dauertester, den Opel Zafira. Denn ist man schon Dauertester, dann bei jedem Wind und Wetter. Unser Dauertester, wie unschwer zu erkennen ist, ist ein ausgewachsener MPV. In schickem Dunkelgrün gehalten, erduldet ihr die Wetterkapriolen mit der Gelassenheit eines Zen-Mönches. Diese Vermenschlichung des Opel Zafira sei uns gestattet, denn schließlich wird er die nächsten 6 Monate als vollwertiges Go-Familienmitglied seinen Dienst versehen. Zu den Fakten. Unser Dauertester ist mit einem 2 Liter Dieselaggregat ausgestattet. Er leistet 170 PS und schickt seine Kraft mittels 6-Gang-Handschaltgetriebe an die Vorderachse. 400 Newtonmeter gilt es zu verwalten. Dabei darf man auf 3 Fahrmodi setzen. Normal für den Alltag, Tour für die Langstrecke und Sport, wenn es mal schneller gehen muss. Versprochen wird ein Verbrauch von 5,2 Litern auf 100 Kilometer. Diesen Wert kann man aber gleich mal getrost ins Reich der Fantasie verbannen. Denn bei diesen Witterungsbedingungen, wo Sitz- und Fahrzeugheizung sowie Scheibenwischer und Scheinwerfer permanent im Einsatz sind, kann man schon mal 2 Liter mehr Verbrauch dazu addieren. Beim Interieur haben wir uns mal etwas getraut. Helle Farben für ein freundliches Arbeitsumfeld sollten es werden und dazu eine Panoramascheibe zwecks bester Aussicht. Die Panoramascheibe können wir gleich mal besten Gewissens weiterempfehlen. Ob das helle Innenleben den harten Arbeitsalltag ohne Schaden überleben wird, werden wir wohl erst am Ende des Dauertests wissen. Bis jetzt hält es aber tapfer durch. Wirklich interessant ist bei der jüngsten Generation des Zafira das Fahrwerk. Denn hier hat man sich bei Opel entschieden, die Eigenschaften des Vorgängers zu übernehmen und diese noch zu verbessern. So fährt sich der Zafira im Alltag durchaus bequem und magenfreundlich. Auf längeren Autobahnetappen kommt vor allem im Tour-Modus Ruhe in den Wagen. Wenn es kurvig wird, stemmt sich der Zafira im Sportmodus durchaus vehement gegen auftretende Fliehkräfte. Der Winter hat auch seine schönen Seiten, nämlich die, wenn der Schneefall ein Ende findet und die Sonne sich wieder blicken lässt. Dem Zafira ist das natürlich egal. So oder so zieht er relativ unbeirrt seine Bahnen auf den frisch angezuckerten Straßen. Bei diesen Fahrbedingungen lässt sich die Sicherheit des Fahrwerks auch bei relativ niedrigen und vor allem beherrschbaren Geschwindigkeiten überprüfen. Und wie nicht anders zu erwarten, birgt der Zafira da keine Fallen. Mit der Gutmütigkeit eines Familienhundes macht er in Kurven mittels Untersteuern klar, dass man sich dem Grenzbereich nähert. Und nur einen Wimpernschlag später regelt die Elektronik die Fuhre sanft zurück in die Spur. Was wir auf den nächsten 5000 Kilometern mit den Zafira so erleben, zeigen wir Ihnen in unserem nächsten Dauertest-Zwischenbericht.